Ja, guten Tag, willkommen zu einer weiteren Folge Dark Souls 3. Ich habe in der letzten Folge versucht, den Eismann, den kleinen Wort mit dem Parierschild zu parieren. Es hat einmal funktioniert und das war's auch schon. Ja. Yeah. Böser Hund. Also Schein kommt hier aus der Siedlung Richtung Gebäude dort eine Völkerwelt, Walderung, der Völkerwanderung. Das habe ich letzte Folge gesehen, als ich zwischen den Aufnahmen, zwischen der Aufnahme wieder zurückgerannt bin zum Turm. Zweimal wurde ich erwischt. Vielleicht habe ich das auch dann am Ende der Folge nochmal drangehängt, drangegangen. Ja. Hey, geht doch. Einfach ausweichen, rennen. Ausweichen, rennen. Ausrennen? Keine Ahnung. Kommt er jetzt wirklich? Oh, ha, wie cool. Gut. Das wäre der Typ. Dann versuchen wir es nochmal mit Parieren. Eismann, lieber Eismann, wann kommst du denn bald? Na? Hallo? Hallo? Kommen Sie her? Oh ja, das funktioniert. Verdammt. Hui. Und das war schon wieder die Erklärung. Und das war der letzte Hit. Gut. Funktioniert nicht so gut. Aber ich werde besser. Glaube ich. Menno. Ja, wisst ihr was? Ich habe mir überlegt, ich versuche das vielleicht mal so hier und mal gucken.
Vielleicht geht es ja auch. Na komm, noch mal. Ach Mann. Hallo, ich bin wieder da. Dammit! Ja, okay, wisst ihr was? Wir vergessen einfach mal den kleinen Parierschild. Ich glaube, hier kommt es wirklich auf Geschicklichkeit eher an. Also, komm her. So hin. Toll. Oh oh. Wow. Vielleicht ist es doch besser hier zu kämpfen. Wow, voll erwischt.
Oh oh. Wow. Kann das sein, dass der einfach toll viel zu krass ist? Ja, das klappte diesmal nicht so gut. Wow. Das ist doch nicht die Möglichkeit. Wow. Alter. Oh oh. Ey, das ist... Oh, Mann. Ich bin wieder da. Ich überlege mir, vielleicht wechsle ich die Streitaxt zurück zum Lostrik Ritterschwert und den kleinen Schild hier sich doch lieber aus. Ja, wenn ich pariere, sollte ich das vielleicht dann mit dem mittleren machen, weil der gefällt mir doch eher irgendwie besser. Damit, das war ein Volltreffer. Wo ist er hin? Wow. Oh, diese Kälte an den Wänden, ne? Nein, Hilfe. Ah.
Roll weg. Roll. Das gibt's doch nicht. Nein. Ja, diesmal hat es tatsächlich am besten bisher geklappt. Ich glaube, der größte Feind ist, wenn ich die Anvisierung verliere. Wow. Mann, ich komme nicht vorbei. Hätte ich ihn erwischt, fast. Jawohl, jawohl, nur nicht hochmütig werden und bin ich tot.
Ein Hoch auf den Ring. Au. Jawoll! Hochgrades Erythylschwert. Jawoll! Oh, ja, also, die ganze Folge bestand darin, einen einzigen Gegner zu besiegen. Okay, mal schauen, was ich da bekommen habe. Ich hoffe, es war nicht zu langweilig, aber hey. Ich habe ihn besiegt, yay. So, gerades Erythylschwert. Gerades Schwert. Ah, sehr gut. Angriffskraft. Oh, 124 plus 20. Oh. Kritisch. Okay. Oh, das ist ja ein besseres Schwert. Zusätzliche Effekte Frost. Oh. Ich sehe da genauso viel, allerdings hat es etwas andere Attribute, aber es ist allgemein besser. Oh. Oh, wow. Oh, wow. Wow. Moment, was kann das Ding? Haltung. Okay. Wum, wum, jum, jum. Oh, wow. Ist das Ding, warte mal. Ist das Ding eigentlich länger als mein Schwert? Als das andere? Mensch. Ja. Oh. Gefällt mir. Jum, jum, jum. Also, okay, ganz ehrlich, das sieht so ein bisschen aus wie ein Lichtschwert, finde ich. Okay. Was sich hinter Tür Nummer 3, 1, 2, ja, was sich hinter Tür Nummer 3 versteckt, das sehen wir, wenn in der nächsten Folge kein Licht angeht, sondern wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Und bis dahin, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt jetzt gesehen, wie man den Typen bekämpfen kann. Der Schild, der hundertprozentig blockt, der ist wirklich ganz gut. Und ja, manchmal einfacher statt parieren. Und wenn man genug Ausdauer hat. Ein guter Schild und Ausdauer ist Key. Ja. So viel dazu zu mir. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag. Ja.